Projekt sperberbaum.de, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von Naturschützern und der Landwirtschaft. Gabi, was ist denn so dein Eindruck bei dir so aus dem Umfeld? Was tun denn Landwirte bereits für den Artenschutz? Also die Landwirte, die ich so kenne, hat eigentlich jeder Landwirt so sein persönliches Lieblingsprojekt, sage ich immer. Erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der eine baut Storchennester, der andere legt Biotope an, der andere baut Insektenhotels, der andere hat sich auf Blühstreifen spezialisiert oder im Wald auf besondere Sorten, die auch mehr mit der Trockenheit klarkommen und so weiter und so weiter und so weiter. Total gut, also es passiert ja wirklich eine ganze Menge und trotzdem ist es ja so, in den sozialen Netzwerken erlebt man das ja häufig, dass ziemlich inflationär auf den Landwirten eingedroschen wird. Wie empfindest du das oder was passiert in dir drin, wenn du sowas liest, die Landwirtschaft ist schuld am Artensterben? Also, ich sag dann halt immer, wir alle sind verantwortlich, weil Landwirtschaft produziert Lebensmittel und wir alle konsumieren Lebensmittel. Also hängen wir alle direkt mit der Landwirtschaft zusammen. Und ich denke mal, Landwirtschaft kann vom Bio bis konventionell, über laktosefrei, vegan und so weiter, Zwischenstufen, alles. Was Landwirte nicht können, mehr Umweltschutz und Tierschutz zum billigsten Preis. Umweltschutz und Tierschutz haben ein Preisschild. Und dann nützt es nichts, wenn wir sagen, die Landwirtschaft ist schuld. Wir alle haben Verantwortung und ich denke, da können wir ganz stolz sein auf unsere Landwirte und auch auf die Kunden, die das einsehen. Gemeinsam geht ganz viel. Was meinst du, wie kriegen wir die Bevölkerung animiert, dass das Sperberbaum-Projekt mehr unterstützt wird? Also es läuft ja so ganz gut an, es haben schon eine ganze Menge Leute ja wirklich Speierlinge, Setzlinge und alte Obstbaumsorten sich zugelegt. Da kann aber auch noch mehr passieren und das Tolle ist, wenn viele Leute sich so eine alte Obstsorte zulegen, die im Garten anpflanzen, da entsteht ein weites Netz. Wichtig für die Artenvielfalt. Die Menschen haben auch noch was von diesem tollen Obst. Hier, ne? Super schöne alte Sorte. Und bei jedem Kauf von einem Speierling, Setzling oder einer alten Obstbaumsorte geht ein bisschen was an den Gnadenhof Rödel, ans Insektenschutzprojekt Blumiger Landkreis und an die Transparenzinitiative der Landwirtschaft Transparenz schaffen. Dadurch wird der Nutzen nochmal multipliziert und es ist ganz einfach, einfach ein paar Bäume bestellen, einpflanzen, sich freuen, glücklich sein